In diesem Video berechnen wir die Fluortemperatur für eine Reaktion mit Hilfe der Ohlischen Näherung. Dazu ist uns die folgende Reaktionsgleichung gegeben: Festes Ammoniumhydrogencarbonat zerfällt in gasförmiges Ammoniak, Wasser sowie Kohlendioxid. Neben der Reaktionsgleichung ist auch eine Tabelle gegeben, der wir die molaren Standardbildungsenthalpien sowie die molare Standardentropie aller Reaktanten entnehmen können. Die Berechnung für die Fluortemperatur erfolgt in insgesamt drei Arbeitsschritten. Als erstes berechnen wir die Reaktionsenthalpie Delta RH0 für die Reaktion. Diese ergibt sich aus der Summe der Standardbildungsenthalpien der Produkte minus der Summe der Standardbildungsenthalpien der Edukte. Für diese Reaktion bedeutet das, Delta RH0 ist gleich die Summe der Standardbildungsenthalpien von Ammoniak, Wasser und Kohlendioxid minus der Bildungsenthalpie von Ammoniumhydrogencarbonat. Setzen wir nun die Zahlen aus der Tabelle ein, erhalten wir Delta RH0 ist gleich minus 46,19 kJ pro Mol plus minus 241,85 kJ pro Mol für Wasser plus minus 393,51 kJ pro Mol für CO2 minus minus 849 kJ pro Mol für Ammoniumhydrogencarbonat. Ausgerechnet ergibt das plus 167,47 kJ pro Mol. Unsere Reaktion ist somit stark endotherm. Im zweiten Arbeitsschritt berechnen wir die Reaktionsentropie Delta RS0. Das funktioniert ganz analog zur Berechnung der Reaktionsenthalpie. Die Reaktionsentropie ergibt sich aus der Summe der Entropie der Produkte minus der Summe der Entropie der Edukte. Auch wieder analog müssen wir also die Entropie von NH3, H2O und CO2 aufaddieren und davon die Entropie von Ammoniumhydrogencarbonat abziehen. In Zahlen bedeutet das 192,5 Joule pro Mol mal Kelvin plus 188,72 Joule pro Mol mal Kelvin plus 213,62 Joule pro Mol pro Kelvin, jetzt minus 121 Joule pro Mol mal Kelvin für das Ammoniumhydrogencarbonat. Ausgerechnet ergibt das 473,86 Joule pro Mol mal Kelvin. Allerdings brauchen wir für die weitere Berechnung ein Ergebnis in Kilojoule. Wir teilen also noch durch den Faktor 1000 und kommen auf 0,47386 Kilojoule pro Mol mal Kelvin. Im dritten Schritt berechnen wir nun tatsächlich die Fluortemperatur per Gibbs-Helmholtz-Gleichung. Diese besagt, dass die freie Enthalpie gleich der Reaktionsenthalpie minus der Temperatur mal der Reaktionsentropie ist. Uns interessiert jetzt für die Fluortemperatur jene Temperatur, bei welcher die Reaktion von endergonisch zu exergonisch wechselt. Und wir wissen, dass an dieser Stelle bzw. bei dieser Temperatur die freie Enthalpie gleich 0 ist. Somit können wir die Gibbs-Helmholtz-Gleichung ganz einfach umstellen nach der Temperatur. Wir erhalten, die Temperatur ist gleich die Reaktionsenthalpie geteilt durch die Reaktionsentropie. Wir setzen die von uns bestimmten Zahlen ein. An dieser Stelle greift nun die Ohlische Näherung, denn die Werte, die wir berechnet haben, 167,47 kJ pro Mol und 0,47386 kJ pro Mol mal Kelvin, beziehen sich auf eine Temperatur von 25 Grad. Die Ohlische Näherung erlaubt uns aber, trotz der bisher noch unbekannten Temperatur hier mit diesen Werten zu arbeiten. Das Ergebnis dieser Berechnung ist 353,42 Kelvin und das ist doch schon unsere Fluortemperatur, also jene Temperatur, bei der frühestens unser Ammoniumhydrogencarbonat zu zerfallen beginnt.